gar nicht genug gute Lehrerinnen und Lehrer haben, die in der Schule für den Glauben einstehen. In der Wissenschaft, in der Medizin, in den Zeitungen. Es gibt so viele Bereiche, wo man als Christ für seinen Glauben und für die christlichen Werte einstehen kann. Christsein erschöpft sich nicht darin, sich im Altarraum zu tummeln, so wichtig die Liturgie ist und so wichtig Ministrantendienst ist. Aber dann werden wir hinausgesandt und dann geht es darum, als Salz der Erde Licht der Welt zu sein. Und überall dort, wo man in der Welt hingestellt ist, eben auch für seinen Glauben sich hinstellen. Dafür ist Gerlich für mich ein wunderbares Beispiel und ich bin sehr glücklich und dankbar, dass das jetzt schon so weit fortgeschritten ist, dass der Seligsprechungsprozess eröffnet ist und man darf auch für eine Seligsprechung beten. Danke.